Heute geht's auf den Zwiesel und wir nehmen euch wieder mit auf Tour. Es beginnt schon richtig schön idyllisch hier, seid gespannt. Auf einem gemütlichen, breiten Wanderweg ziehen wir los. Am Parkplatz ist der Gipfel mit 2 Stunden angeschrieben. Wir folgen zunächst der Beschilderung und plötzlich wird es rings um uns richtig winterlich. Der Schnee knirscht unter unseren Sohlen. Der ganze Wald ist mit einer leichten Puderschicht überzogen. Neben uns fließt ein kleiner Bach. Die Landschaft hier ist richtig idyllisch. Weiter folgen wir dem Schild in Richtung Zwiesel, bis wir an eine kleine Brücke kommen. Jetzt geht es Stufen hinauf. Die Wanderung ist perfekt für Familien geeignet, steigt leicht an und ist für jedermann machbar. Wir empfehlen dir aber stabiles Schuhwerk. Weiter geht es für uns durch den verschneiten Wald. Die Landschaft rings um uns hat sich in ein richtiges Winterwonderland verwandelt. Die Sonne bricht durch die Bäume hindurch und taucht alles in ein schönes Licht. Bald haben wir auch einen tollen Blick hinunter nach Bad Tölz. Während es im Tal noch grün ist, liegt hier oben schon ein wenig Schnee. Für uns steigt der Weg weiter gemütlich an. Insgesamt machen wir 620 Höhenmeter hinauf und wieder hinunter. Immer mal wieder bietet sich uns ein toller Blick. Direkt in der Nähe des Zwieselbergs befindet sich auch der bekannte Blomberg. Hier führt eine Bahn hinauf, falls du lieber mit der Bahn diese Gegend erkunden möchtest. Wir nehmen jetzt die letzten Meter Anstieg und sehen gleich auch schon das Gipfelkreuz. Der Zwieselberg oder kurz Zwiesel ist 1348 Meter hoch. Vorbei geht's an der Schnorderalm, immer geradeaus in Richtung Zwieselkreuz. Den Weg kannst du gar nicht verfehlen. Hier oben versinken die Schuhe dann schon im Schnee. Ist das nicht eine herrliche Winterwanderung? Die Landschaft ist heute richtig schön in einen mystischen Mix aus Sonne und Wolken getaucht. Wir laufen natürlich noch weiter bis zum Gipfelkreuz und erfreuen uns an dem Ausblick. Hier stehen auch genügend Bänke für eine Rast. Diese Winterwanderung macht sehr viel Spaß, dauert nur 2 Stunden bis zum Gipfel und ist als Wintereinsteigertour perfekt. Der Zwiesel ist für seine geringe Höhe ein toller Aussichtsberg. Rundherum schaust du auf bekannte Berge wie den Blomberg, die Benediktenwand, ins Karwendel und aufs Rohfanggebirge.